ist ein ganz normaler Montag. Du sitzt auf der Arbeit und alles wird grau und blass. All die Euphorie und Fantasie aus der Kindheit ist verschwunden. Aber plötzlich nimmst du einen Funken Erinnerung wahr, der dich all dies vergessen lässt. Was ist denn das Land? Ach so, das sind die früheren Spiele. Ach du Scheiße, Videospiele unserer Kindheit. Ach du Scheiße, dieser Dr. Peach. Habbo Hotel. Habbo, der Hurensohn, der hier. Der Hurensohn hat mir so viel versprochen. Er hat mir so viel versprochen damals auf Nintendo DS. Er meinte, ich werde voll schlau werden und so. Oh Mann. Krieg entspringt aus Täuschung. Suchen und zerstören. Du bist wieder da. Schweig still. Brother Six, go in dark. Never see me. Früher waren die Spiele anders, ja, Chat. Doch du bist im Hier und Jetzt. Und mit diesem Funken Erinnerung machst du dich auf die Heimreise. Eine Reise durch die vergessene Welt der Videospiele unserer Kindheit. Alter, habe ich euch mal erzählt, dass ich in Animal Crossing auf Nintendo DS damals cheaten konnte? Ich habe da gecheatet, Chat. Spyro. Alter, ich habe Spyro geliebt. Animal Crossing, Bruder, da habe ich das erste Mal Cheat entdeckt. Also ganz früher, das ist schon verjährt. Du bist... ich. Hier. Was ist das für ein Video, Lan? Oh. Das ist doch mein... Nintendo DS. Alter, Nintendo DS. Was für Zeiten, Mann. Und genau da war die Anzeige. Ja, Mann, Warning. Healed and Safety. Ey, Mann, was waren das für Zeiten, ja. Nintendo DS. Der vermutlich legendärste Handheld unserer Kindheit. Und ich rede dabei nicht von dieser Version, sondern vom DS Lite. Ja, rede. Für gerade einmal 150 Euro konnte man ihn damals erwerben, beziehungsweise von seinen Eltern erwerb bekommen. Neuer Gameboy für Sohnemann. Aber... Wer hatte ein Nintendo DS? Ja, ja, der Stift war sowieso schon... Aber Bruder, ich hatte auch einen. Ey, krass, ihr hattet auch einen, oh mein Gott. Ey, wie verschickt. Ich hätte es nicht gedacht, Lan. Geil. Bruder, Nintendo DS, sag mal, Chat, war ganz anders, ne? Das war ganz... Ich finde damals... Stimmt ihr mir hier bei sowas zu? Ich finde damals, wo du diesen Nintendo DS hattest, ich hab das geliebt. Bruder, ich hab das so... Ich hab das auf mein Nachtbett-Tisch gelegt und bin beim Einschlafen, habe ich das angeschaut, Bruder. Ich hab das angeschaut, als wär's meine verheiratete Frau. Ich hab mich so gefreut, ich schau das so an und ich sag so, okay, Edis, jetzt geh schlafen und morgen früh gleich aufstehen und weiter zocken und so. Man hat sich so gefreut, Mann. Das war ganz anders. Dann ist man GameStop gegangen zu den ganzen Peaches, die einen immer Ding abgezogen haben. GameStop war wie, Istanbul Bazaar. Was genau hat diese Konsole unabhängig von den Spielen so besonders gemacht? Es gab einen Klappmechanismus. Was ist das auf deinem DS? Ist ein Skin? Oh, cool. Dieser war zwar schön und gut, hat aber in Wirklichkeit nur die heutigen Psychos bereits in der Vergangenheit entlarvt. Lass uns zocken. Okay. No joke, wer den DS bis zum Anschlag aufgeklappt hat, hatte ein paar Schrauben locker. Locker war bei einigen auch der integrierte Stift. Ich weiß nicht, wie es möglich war, aber einige Hardcore-Nutzer haben es dann ebenfalls geschafft, den Stift so oft rein und rauszuschieben, dass dieser ausgeleiert ist. Sieht irgendwie auch lecker aus. Oder sie haben ihn eben zerkaut. Passend zum Klappmechanismus gab es natürlich auch zwei Displays, wobei der untere für den Stift mit einem Touchscreen ausgestattet war. Anfangs wurde dieser auch verschoben. Stimmt, da gab's doch Ding, du konntest hier chatten, Bruder, du konntest damals chatten, Bruder, was war das? Und es wurde dort lediglich drauf geklickt und gemalt. Doch über die Zeit erschienen Spiele, die den Nutzer praktisch aufforderten, diesen bewusst zu zerkratzen. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ja, Mann. Da wir sowieso beim Mediamarkt sind, werfen wir jetzt einen Blick nach rechts für eine Zusammenfassung in 2000er Manier. Nintendo DS Lite in verschiedenen Farben mit dem neuen Topspiel High School Musical 3 und zwei LCD-Bildschirmen für sensationelle 159 Euro. Definitiv kein Topspiel.
Es würde nicht dieselben Emotionen vermitteln, jetzt einfach über die legendäre Spielevielfalt vom Nintendo DS zu reden. Daher versetzen wir uns jetzt nochmal in die Vergangenheit und versuchen die magische Welt, die uns der DS damals gegeben hat, zu rekonstruieren. Wieso bist du immer noch wach? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Deine Schulnoten werden immer schlechter. Gute Nacht. Nacht. Chat, ich will das auch wieder haben, Mann. Ich will auch wieder Angst haben, dass meine Mom in mein Zimmer kommt und unter Decke zocken oder heimlich weiter zocken oder sich einfach darauf freuen, dass man wieder nicht mehr das immer als selbstverständlich sehen. Walla, 150 Euro, ja. Ivan, das ist von Vazvin. Here we go! Oh, Animal Crossing. Alter, was für Zeiten, Land. Hör auf, in der Vergangenheit zu leben, okay? Du bist im Hier und Jetzt. Es wird Zeit aufzuwachen, okay? Und auch wenn es nur ein Traum war, geht deine Reise weiter. Es gibt nämlich noch viele vergessene Spiele. Wie zum Beispiel... Hallo? Oh. Ich kümmere mich drum. Die legendären Browser-Games aus den 2000ern. Was ist mit dem Laptop los? Mit dem durchgehend selben Ursprung, dem Aufstieg des Internets, tauchten diese plötzlich überall im Internet auf. Allerdings kann man auch hier nicht alle Spiele über einen Kamm scheren. Daher folgt nun eine sachliche Aufklärung zur Geschichte der drei Reitern unter den Browser-Spielen. Ganz am Anfang. Als Computer lediglich dazu genutzt wurden, 3D-Pinball, Mohrenschießen oder sonstige vorprogrammierte Windows-Apps zu spielen. Das hier war das erste Spiel, was ich je in meinem Leben gezockt habe. Das hier. Dieses Hühnchen abschießen. Da hatte ich weiß es bis heute noch, ich weiß nicht warum, Chat. Ich weiß es einfach. Mein Onkel hatte damals einen PC, ich war, keine Ahnung, Alter, wie alt ich war. Ich weiß es nicht, aber da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Maus in der Hand und hab ungefähr so mit mir gedacht, hä, was passiert jetzt hier? Das war das allererste Spiel, dieses Hühnchen abschießen, diese Dinge, und ich habe das brutal gefeiert. Spielen, entschiedene Entwickler, dass das nicht genug ist. Mit der Hilfe von Karl Klammer, ja, er hatte tatsächlich einen Namen, machten sich diese Entwickler dann an die Arbeit. Morgen. Ich denke, wir haben es geschafft. Gehen wir online. Woraufhin in den kommenden Jahren plötzlich die verschiedensten Spieleseiten im Internet auftauchen. Jetztspielen.de. Spieleaffe. Das Prinzip bei diesen war zwar veraltet, aber immer dasselbe. Es gab Jungenspiele, Mädchenspiele, Erwachsenenspiele, Vorschulkinderspiele und die verbotenen Spiele, bei denen das Thumbnail schon signalisiert hat, das darf ich bestimmt nicht spielen. Meistens hat man diese dann dennoch in einem dem Umständen entsprechenden sicheren Moment geöffnet und wurde enttäuscht. Natürlich haben von diesem massiven Erfolg auch Großkonzerne mitbekommen. Wie macht ihr Spiele? Womit wir beim zweiten Reiter unter den Browserspielen angekommen sind. Du magst Überraschungseier? Dann öffne sie doch online. Du schaust gerne Togo? Jetzt kommt Werbung. Dann schau nach dem Schauen noch auf unserer Website vorbei. Du spielst gerne mit Lego? Dann nein. Kein böses Blut mit den Lego-Browser-Spielen, denn diese waren legendär. Lego hat es nämlich irgendwie geschafft, zu jedem Franchise ein breites Spektrum an eigenen Browser-Spielen zur Verfügung zu stellen. Egal ob Lego Star Wars, Lego Indiana Jones. Habt ihr Lego gezockt? Also Lego habe ich nie gefeiert, so als Zocken, finde ich. Also bei Lego war ich raus. Oder? Ja, okay, ich nicht. Das längst vergessene Lego RC Browser Game.
Ich hab's nicht so gezockt. Ach, du bist im Hier und Jetzt. Dann wurde es etwas ruhiger um die klassischen Browser-Games. Denn eine neue Ära erblickte das Licht des Internets. Die Ära der MMOs. We have a problem. Es war damals nicht unüblich, von der Schule nach Hause zu kommen und sich in einer virtuellen Welt einzusperren. Aber in welcher Welt? Panfu.de war ein guter Einstieg für Neuankömmlinge in der MMO-Welt, die vielleicht von der Super-RTL-Werbung von dieser Seite gehört haben. Ja, Mann, stimmt. Das gab's doch auch noch. Eben. Minispiele spielen. Chatten. Komische Emote-Spam. Wasserballons aufeinander werfen oder virtuelle Beziehungen pflegen. Ich habe mich verliebt. Merkwürdiges Sounddesign. Wenn man dann doch etwas tiefer in der Lore angekommen ist, folgte meist der Wechsel auf habbo.de oder .com oder .st oder doch Holo. Sieht aus wie Habbo, aber ist halt nicht Habbo. Und auch wenn es offensichtlich war, Habbo Hotel, Alter, wenn ich schon diese Hotel sehe, Chat. War, dass sich dieses Spiel an eine etwas ältere Zielgruppe richtete, war das Spielprinzip schlussendlich dasselbe. Man konnte hier ebenfalls chatten, komische Emotes spammen, viel zu lange auf den Einlass in irgendwelche VIP-Bereiche warten oder eben seine virtuellen Beziehungen pflegen. Bereit für den nächsten Schritt. Hm? Das habe ich, hatte sogar auch mal, glaube ich, als Kind, habe ich auch mal irgendwie, da war ich so bei so einer, bei so einem Mädchen, aber es war bestimmt irgend so ein 40-jähriger Bastard. Auch cool, aber nicht cool genug für einen eigenen Dave war Club Penguin. Ein Spiel, was heutzutage einen eigenen Subreddit für kuriose Bankgründe hat. Und von allen MMOs am 30.03.2017 den wohl dramatischsten Shutdown hatte. Es war ein Tag wie jeder andere. Doch das Ende rückte näher. Die Nutzer wussten dies. Und somit blieb ihnen nichts anderes übrig, als gemeinsam auf das Ende zu warten. Und es endete. Was war das? Das habe ich nicht gekannt. Doch du bist immer noch im Hier und Jetzt. Schließlich ist deine Reise noch nicht. Was für hier und jetzt? Ich hab ja nicht mal Freundin, Mann! Nicht mal diese Nachricht bekomme ich! Was für hier und jetzt? Diese Nachricht sehe ich gar nicht. Nicht beendet. Und so machst du dich weiter auf den Heimweg. Du hast uns, ja, ja. Bis du an einem Gebäude vorbeikommst. Nein, Spaß. Welches du lebendiger in Erinnerung hast. Ja, Videotheken existierten einst. Bevor physische Spiele einfach durch riesige Downloads ersetzt wurden. It is 312 gigs, so it's quite big. Und wenn ein Punkt war, an dem man eine Konsole ohne CD-Laufwerk kaufen konnte, war man eben gezwungen, die Spiele in einer solchen Videothek zu kaufen. So halbwegs. Denn meistens kannte dein Dad jemanden, der wiederum jemanden kannte, der einen kannte. Der dir eine Kollektion von raubkopierten Videospielen besorgen konnte. Oftmals bekam man diese Kollektion dann in dieser Tasche oder in einer Plastikhülle, die dem Originalspiel kaum zu verwechseln war. Oh, der miebliche Mie, nimm das! Also, ich habe sowas damals nicht gehabt. Der miebliche Mie eines neuen Spiels. Aber in welches Universum sind wir eigentlich gesprungen? Oh. So lange sollte der Startbildschirm nicht gehen. Ich glaube, die Raubkopie ist kaputt. Geht doch. Die PlayStation 2. Dieser Moment, wo du gewartet hast, ob es funktioniert oder nicht. Dieser Moment, Bruder. Dieser Moment, wo sich angefühlt hat wie Bewerbungsgespräch. Funktioniert es jetzt oder nicht? Konsole, die mit über 155 Millionen verkauften Einheiten aus der Vergangenheit immer noch den ersten Platz der heutigen Verkaufszahlen verteidigt. Eine Konsole, bei der mit mehr als 3800 Spielen garantiert für jeden etwas dabei war. Oh mein Gott, Jack, das hab ich geliebt. Jack and Dexter oder wie das auch hieß. Das habe ich voll gefeiert. Das Ding habe ich brutal gefeiert. Und eine Konsole, die für viele von uns der Einstieg in die Welt der Videospiele war. So auch für mich. Es war damals einfach ein unbeschreibliches Gefühl, ein Spiel zu starten, alles um einen herum auszublenden und nur noch die unendlich wirkende Welt des Videospiels vor Augen zu haben. Dann wollen wir mal. Ratchet & Clank. Oh shit.
here we go again. Worst place in the world. Best motherfucker gewesen. Oh shit. Here we go again. Worst place in the world. Hey yo, first things first, it's time to shake ground in the eighth round. Box battle will break down. Alter, wer kennt das noch? Dieses iToy oder wie das auch hieß. Bruder, wie viele Schränke, wie viele Sachen ich kaputt gemacht habe, ja. Ich habe, glaube ich, sogar aus Versehen mal meiner Schwester eine Faust gezogen durch wegen diesem Spiel. Und es war ja auch alles immer schön und lustig. Bis... Und wo wir gerade bei Star Wars sind, bleiben wir direkt dort. Denn unabhängig davon, dass auf dieser Konsole die beiden besten Battlefront-Teile rauskamen, erschien auch Star Wars Episode 3, das Videospiel. Meiner Meinung nach komplett underrated. Abgesehen vom extrem krassen Soundtrack im Homescreen, war der Trailer, welcher bei jedem Spielstart gespielt wurde, den Spielen der heutigen Zeit weit voraus. Und dann wurden wir älter. Und älter. Und älter. Bis wir plötzlich alle vor einer und derselben Frage standen. Welchen Avatar wählst du? Du wirst in Zukunft viele Freunde in diesen Avataren wiedererkennen. Entscheide dich weise. Nachdem man diesen und damit auch seine Persönlichkeit definiert hatte, wollte man natürlich direkt spielen. Und ähnlich wie bei der PS2... Und Chat, so ist Edis der Breite mein erstes Ding gewesen. Das erste war, ich habe das damals geholt und mein Name war Edis der Breite damals. Habe ich einfach so gemacht. Ich war halt Lauch und mein Cousin hat mich so verarscht und so. Und da habe ich dann zum ersten Mal Edis der Breite eingegeben. Einfach so, weil mir nichts anderes eingefallen ist, so auf Joke. Persönlichkeit krass definiert hatte, wollte man natürlich direkt spielen. Und ähnlich wie bei der PS2 kristallisierten sich in den Lebzeiten der PS3 relativ schnell die verschiedensten Fraktionen von Gamern heraus. Danke, Alex. Es gab zum Beispiel die Trophy Hunter. Meist erkennbar anhand eines unmenschlich hohen Trophäenlevels, bestand ihr Ziel lediglich darin, so viele Platin-Trophäen wie möglich zu sammeln. Oh nein, Online-Trophäen. In der Welt des PlayStation Networks waren sie ein Mythos. Und wenn man sie doch einmal in der Online-Lobby traf, was hat der Nohent vor? War ihr Ziel meistens leicht ersichtlich. Oh nein. Obwohl, allgemein, war ihre Präsenz in Online-Lobbys meistens leicht ersichtlich, da bei der Kontoerstellung oft nicht über die potenzielle Nutzung des Online-Modus nachgedacht wurde und sie damit ihrem vollständigen Klarnamen, und meist einer Zahl, in der Online-Welt herumliefen. Allerdings enthüllte sich der Gott der Trophy Hunter erst im Jahre 2016, als er seine tausendste Trophäe mit der Welt des Internets teilte. Hello everyone, it's been 7.5 years since I've started Trophy. What the fuck, Alter? Schau mal seine Trophäen an, Lan. Bruder, der ist durch. Der hat ja mehr Augenringe als Amar. Und wie das Internet eben so ist. Krass. Er hatte Zeit für einen Sohn? This is my little boy. And now, let's go and watch how I earned my 1000th platinum. Die Erweiterungsreviewer. Besuchte man diese Art von PS3-Spielern einmal im Real Life, fiel relativ schnell auf, dass die PlayStation 3 theoretisch mehr als nur einen Controller als Eingabegerät nutzen konnte. Ein Skateboard ohne Rollen für Tony Hawk Ride, eine Gitarre für Guitar Hero, ein PlayStation Move Controller oder auch ein Portal für die Skylanders waren alles Dinge, die man als Erweiterung zu bestimmten Spielen nutzen konnte. Für ungefähr eine Woche. Danach wurde es meistens langweilig. E-Modder. Leicht zu erkennen an einer leuchtenden, halbwegs vollständigen PlayStation und dem dazugehörigen Controller. Fertig ist das Monster. Kein Scuff, Marke Eigenbau. War ihre Konsole meistens über mehrere Kabel mit allen möglichen Geräten verbunden. Wenn ihr Main-Account nicht gerade gebannt war, wurde die Kommentarfunktion im Online-Profil meistens für Eigenwerbung genutzt. Und allgemein war es ein Achievement für sich, einen solchen Modder überhaupt in der Freundesliste zu haben. Die waren nämlich beliebt. Und wenn ich sage beliebt, meine ich die Art von Beliebtheit, die der eine Typ in der Schule hatte, der jedem mal Geld für den Schulkiosk geliehen hat. Du bist so witzig und toll! Bekomme ich jetzt was kostenlos? Und zu guter Letzt... Die Tryhards. Eine Fraktion von Nutzern, die zwar eine bestimmte Spielereihe dominierte, aber auch in jedem anderen Spiel irgendwie präsent war. Du hast in Skate 3 einen Backflip im Super Ultra Megapark gelandet. Wir verkaufen nämlich auf einmal weniger Boards. Du musst raus auf die Straße, du brauchst Coverage. SkateX-420 hat einen Triple Backflip über den Super Ultra Megapark gelandet. Du denkst, du hast ansatzweise Skill in FIFA? CR7-FIFA X würde dich dies überdenken lassen. Du hast gerade was im Battlefield gerissen?
Stungravy wurde im Steigflug verfolgt, sprang aus seinem Jet, schoss den Verfolger mit Air mit einer RPG-7 ab und stieg anschließend ebenfalls mit Air wieder in seinen eigenen Jet ein. Wofür er übrigens im Trailer von Battlefield 2042 anerkannt wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Und zu guter Letzt, meinst du wirklich, du dominierst Nuketown gerade mit deiner goldenen AN-94? I love to watch you lead, I'm taking that instruction. You're a painter in the art of seduction. And maybe you know what when you can. Und ja, Marcel ist natürlich auch am Start. Was geht YouTube? Marcel zu dem Scoop? Nein. Denn diese Zeit ist vorbei. Ich denke, Videospiele waren etwas Besonderes. Sie haben uns Dinge gelehrt, uns geprägt und am wichtigsten uns unvergessliche Erinnerungen beschert. Auch wenn das Spektrum noch viel größer ist und ich beispielsweise die Mobile Game Era Wallah, Limit, oder brutal. Die Wii Era gar nicht erst aufgeführt habe, sollten wir dankbar sein. Dankbar für all die Erinnerungen, die wir diesen Spielen, egal wie individuell diese sind, zu verdanken haben. Es war daher an der Zeit, ein letztes Mal in die Vergangenheit unserer Videospiele zurückzublicken und sie mit diesem Video für die Ewigkeit festzuhalten. Du bist zu Hause. Wie viele von euch hatte auch ich damals einen Traum. Was geht, Freunde? Willkommen zu meinem ersten Minecraft-Let's Play. Ich danke euch vom Herzen, dass ihr diesen verwirklicht habt. Das ist erstmal liegt kein gefotoshoppter Play-Button an der Wand. Da bist du ja. Wie war die Arbeit? Heute war ein komischer Tag. Das habe ich auf dem Dachboden gefunden. Oh. Irgendwann bin ich auch so, Chat. Ich komme nach Hause, mein Playbutton, und dann wartet meine Frau. Und dann wird sie da so eine Kiste holen und sagen, erinnerst du dich noch, damals haben die Leute zugeschaut auf Twitch und so. Es wird irgendwann vielleicht kommen, der Tag. Ja, ja, und dann werde ich sagen, ja, Mann. Gab es wirklich Leute, die einfach zugeschaut haben, wie ich irgendeine Scheiße mache. Und wir waren so, wir haben Zeiten erlebt, wir haben Sachen erlebt, wir haben über Themen geredet. So krass, Alter. Welche Frau? Ja, Bruder, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht doch. Werde ich mit 40 immer noch streamen, weil ich niemand finde. Kann auch sein. Das habe ich auf dem Dachboden gefunden. Oh. Schau mal. Wie schnell die Zeit vergeht. Papa-Video. Und was bleibt, sind die Erinnerungen. PlayStation, Over Xbox. Papa-Video. Also das war wirklich ein Baba. Das war wirklich ein Video, wo ich gesagt habe, ich hoffe, das geht noch mal doppelt so lang weiter. Rede.